Ja, guten Tag zusammen. Ich wollte zunächst einmal zum Ausdruck bringen, dass wir alle durch eine verdammt harte Zeit gehen. Also mir steht es auch bis hier, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und das Wort Corona kann ich auch nicht mehr hören. Auf der anderen Seite, wir müssen durch diese Zeit durch. Auch das habe ich Ihnen schon 10-mal gesagt. Aber es ist, wie es ist, sagt der Rheinländer. Und so denkt der Westfale auch. Wir haben keine andere Chance. Aber wir sind auf einem guten Weg. Die Zahlen der letzten Tage zeigen ja, dass die Richtung stimmt. Die Zahlen sind deutlich gesunken und durch unseren eigenen persönlichen Beitrag kann wirklich jeder, kann jeder dazu beitragen, dass die Zahlen sich stabilisieren und natürlich hoffentlich irgendwann noch weiter nach unten gehen. Die Zahlen werden auch dann nach unten gehen, wenn möglichst viele Menschen geimpft werden. Und wir haben in dieser Woche ungefähr 26.000 Menschen, die über 80 Jahre sind, im Kreis Gütersloh angeschrieben und sie darauf hingewiesen, dass sie demnächst geimpft werden können. Und zwar in unserem Impfzentrum hier in Gütersloh. Sie alle haben mitbekommen, dass sich der Staat leider verzögert, weil das Unternehmen nicht in der Lage ist, die zugesagten Lieferfristen einzuhalten. Aber sie haben die Möglichkeit, ab Montag sich anzumelden und sich da einen Termin geben zu lassen. Das sollten sie auf jeden Fall nutzen. Insgesamt, finde ich, sind wir gut unterwegs, nicht nur wegen des Impfzentrums, sondern weil wir bereits in allen Senioreneinrichtungen des Kreises Gütersloh die betroffenen Menschen impfen konnten. In 10 Senioreneinrichtungen sind wir bereits so weit, dass wir in einem zweiten Durchgang den Menschen die zweite Impfung verabreichen konnten. Und auch was die Wohngruppen und die Hausgemeinschaften angeht, sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben von 70 dieser Einrichtungen bereits 61 besucht und auch hier die Menschen in einem ersten Durchgang impfen können. Ja, und auch die Gesamtzahl stimmt mich optimistisch. Wir haben insgesamt bereits 6.400 Impfungen vornehmen können. Ja, und um nochmal auf den Beginn meiner Botschaft zurückzukommen, also halten Sie durch. Ich wünsche Ihnen alles Gute in dieser schwierigen Zeit. Ich bin an Ihrer Seite. Wir halten zusammen und dann kriegen wir das zusammen auch hin.